Den Bedürftigen zu helfen, ist immer eine tolle Sache. Wenn man gesegnet ist, ist es immer gut, diese Segnungen mit den Bedürftigen zu teilen. Allerdings hätte eine Frau aus Texas niemals mit dieser Situation gerechnet, als sie einen Obdachlosen in ihr Haus ließ. Eine Frau in Texas beschloss, einen Obdachlosen zu helfen, der in der Kälte feststeckte und einen Platz zum Schlafen brauchte. Deshalb beschloss sie, dem Mann zu erlauben, in ihrem Gästezimmer bei ihr zu übernachten. Als in dieser Nacht alle spät einschliefen, erwachte sie zu einer schockierenden Tatsache in ihrem Haus. Die 66-jährige Frau lebte mit ihren Enkeln in Texas. Mit einem Gästezimmer und einem großen Herz lud sie einen Obdachlosen, Thomas Smith, der keinen anderen Ort zum Übernachten hatte, in ihr Haus ein. Alle im Haus schliefen ein. Zumindest dachte das die Frau, als sie kurz nach 1.30 Uhr von Smiths Aktivitäten geweckt wurde. Laut Thomas Smith habe er einen großen, lauten Knall gehört, der ihn aus dem Bett schreckte, die schlafende Frau und ihre Enkelin aber offenbar nicht weckte. Der Obdachlose ging davon aus, dass jemand versucht, in das Haus einzubrechen, stellte jedoch bald fest, dass dies überhaupt nicht der Fall war. Als er die Tür zum Schlafzimmer der Hausbesitzerin öffnete, sah er, was auf ihr lag, und handelte sofort. Ich sprang aus dem Bett auf und rannte in ihr Zimmer, und etwas lag auf ihr. Schwere Gipskartonplatten, die von der Wand fielen, sagte Smith. Rauch füllte das Haus, als eine Explosion im Dachboden dazu führte, dass das Haus in Flammen aufging. Die fürsorgliche Großmutter lag immer noch in ihrem Bett, aber sie war von einer großen Platte bedeckt, die sich nach dem Knall gelöst hatte und auf sie gefallen war. Smith beeilte sich, die Trümmer von ihr zu entfernen, und zog sie aus dem Bett und ihrem Haus, um sie in Sicherheit zu bringen. Aber zu seinem Erschrecken stellte er fest, dass die zwei kleinen Mädchen noch in einem brennenden Haus feststeckten. Der heldenhafte Obdachlose trotzte den brennenden Temperaturen und der Gefahr einer Rauchvergiftung zu bekommen, entschied sich, zurück ins Haus zu rennen und die 8- und 10-jährigen Mädchen aus ihren Betten zu retten. Mit den Kindern im Arm marschierte er tapfer aus der Haustür und brachte die Mädchen wieder mit ihrer Großmutter zusammen. Wie durch ein Wunder kamen alle Beteiligten, einschließlich Thomas, völlig unversehrt davon, obwohl das Haus und alles darin einen Totalschaden erlitten hatte. Nach 40 Jahren, in denen sie das Haus besaß, war alles vor ihrem Auge verbrannt. Es blieb ein Haufen von Schutt und Asche und vielen Erinnerungen zurück. Es schmerzte ihr sehr, weil sie selbst in dem Haus aufgewachsen ist und als kleines Mädchen im selben Garten gespielt hat. Trotz alledem musste sie sich auf das Wesentliche fokussieren und war Gott dankbar, dass sie und ihre Enkelkinder das Glück haben, noch am Leben zu sein. Es ist alles seiner Entscheidung zu verdanken, jemandem etwas Gutes zu tun, der seinerseits die Geste sofort auf unglaubliche Weise zurückzahlen konnte. Ich würde nicht sagen, dass ich ein Held bin. Ich würde Gott danken, dass er uns zusammengeführt hat, sagte Smith. Während die meisten aus Sorge um ihre Sicherheit nie in Betracht ziehen würden, einen Obdachlosen für die Nacht bei sich zu Hause unterzubringen, fühlte sich die Frau vielleicht dazu veranlasst, ihm dieses typische riskante Angebot zu machen. Wäre er nicht dort gewesen, hätte diese Explosion leicht zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen können. Diese überraschende Situation ist ein Beweis dafür, dass Segnungen oft auf unerwartete Weise eintreten. Was hältst du von dieser Geschichte? Schreib mir deine Meinung dazu doch gerne mal in die Kommentare. Und um keines meiner Videos mehr zu verpassen, aktiviere doch gerne die Glocke und schau dir auch gerne meine anderen Videos an. Bis dann, bis zum nächsten Mal.